Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder eine orientale Spezialität für euch und zwar besser gesagt aus den kurdischen Gebieten bekannt und zwar unter dem Namen Bello. Und dies ist eigentlich nichts anderes als die türkische Version von Mercimek-Köfte, allerdings wird da das Ganze in Form von kleinen Frikadellen geformt. Wir essen das allerdings immer gerne in Form eines Salates, wie ihr hier sehen könnt. Das Ganze sieht auch original aus wie Kisse, der türkische Bulgursalat, schmeckt aber wirklich ganz anders und ist richtig, richtig lecker. Und ich zeige euch nun heute meine Variante dazu. Dafür brauchen wir zunächst reichlich Zwiebeln und das ist nämlich der Geheimtipp für dieses Rezept, also da bloß nicht sparen, sowie feinen Bulgur, den bekommt ihr in türkischen Supermärkten, auch manchmal in arabischen, also achtet nur darauf, dass das der feinste von dem Bulgur ist. Des Weiteren kommen noch rote Linsen mit hinzu, Tomatenmark und Paprikamark, Granatapfelsirup, den Saft einer halben Zitrone und Gewürze. Und zwar würze ich das Ganze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Chiliflocken und ganz wichtig ist hier gemahlener Koriander. Und zu guter Letzt noch frische Petersilie, die wird am Ende noch klein gehackt. Zunächst einmal ist es wichtig, die roten Linsen einmal gut durchzuwaschen und die werden nun weich gekocht. Und zwar gebe ich da nur so viel Wasser mit hinzu, wie viel sie benötigen. Das heißt, ich gebe nur so viel hinzu, bis sie leicht bedeckt sind. Und während des Kochvorgangs saugen sie die Flüssigkeit immer wieder auf. Und da achtet ihr einfach, dass ihr so viel Wasser hinzugießt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Sie sollten sich am Ende vollständig aufgelöst haben und dann entsteht auch so eine Art Brei. Das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, um das Ganze vom Herd zu nehmen. Danach nehme ich eine große Schüssel, gebe da meinen Bulgur mit hinein und direkt im Anschluss dann auch die heiß gekochten Linsen. Und dann muss die Masse unbedingt noch durchziehen. Das mache ich immer unter einem Teller. Ihr könnt das Ganze aber auch mit Frischhaltefolie abdecken. Die Zwischenzeit nutze ich und bereite da schon mal die Zwiebel vor. Um mir etwas Arbeit zu erleichtern, viertel ich meine Zwiebel und gebe sie im Anschluss in meinen Mixer. Das geht erstens schneller und ihr spart euch damit wirklich sehr viel Arbeit. Und zum anderen sind meine Zwiebel richtig schön fein gemixt. Natürlich müsst ihr aufpassen, dass ihr sie nicht zu matschig mixt und dann geht es auch schon weiter ans Anbraten. Hierzu habe ich mir reichlich Öl in meiner Pfanne erhitzt und ihr seht wirklich, da habe ich nicht gespart. Das ist wichtig, damit euer Bello später nicht zu trocken wird. Darin werden die Zwiebeln nun schön angebraten, reichen so 5 Minuten völlig aus und im Anschluss gebe ich dann Tomatenmark und Paprikamark hinzu. Damit dieses sein Aroma komplett entfalten kann, würde ich euch empfehlen, auch dies für ungefähr weitere 5 Minuten zusammen anzurösten. Zu guter Letzt kommen dann nur noch die Gewürze mit hinein und dann lasse ich das Ganze noch für etwa 2-3 Minütchen vor sich hin köcheln, bevor ich es dann von der Herdplatte nehme und ein wenig auskühlen lasse. Und hier seht ihr nochmal die Petersilie, die habe ich im Anschluss schön fein gehackt, natürlich vorher gründlich gewaschen. Und dann schauen wir mal, was der Bulgur macht. Der Linsensud ist in den Bulgur richtig schön eingezogen und er ist dadurch weich geworden. Allerdings ist er an dieser Stelle noch ein wenig zu körnig. Und dazu gebe ich nun die warme Zwiebelmasse hinein. Die sorgt dafür, dass der Bulgur nochmal etwas aufquellen kann und noch ein wenig weicher wird. Sobald ich das Ganze grob umgerührt habe, gebe ich dann den Saft der halben Zitrone hinein, sowie auch den Granatapfelsirup. Und darauf solltet ihr auf keinen Fall verzichten, der gibt nämlich einen richtig typisch leckeren Geschmack. Um das Ganze besser verkneten zu können, vermische ich das Ganze immer gerne mit den Händen. Ihr solltet es allerdings vermeiden, das Ganze zu stark anzudrücken, denn sonst habt ihr am Ende so eine Art Teig. Das wollen wir nicht. Unser Bello soll einigermaßen noch schön locker bleiben, deswegen da ganz vorsichtig mit den Fingerspitzen umrühren. Natürlich ist die Masse hier an dieser Stelle noch ein wenig heiß gewesen. Ich empfehle euch deswegen, einen Handschuh anzuziehen, da merkt man das Ganze nicht so. Passt auf jeden Fall gut auf, dass ihr euch da die Finger nicht verbrennt.
Sobald ich alles schön verteilt habe, darf auch das nochmal für weitere 10 Minuten einmal durchziehen, damit es auch nicht mehr allzu heiß ist und ein wenig auskühlen kann. Zu guter Letzt fehlt da nur noch die frische Petersilie und wer mag, kann auch an dieser Stelle noch frisch gehackte Minze mit hinzugeben, beziehungsweise auch trockene Minze, das mache ich auch sehr gerne. Meine waren dem Tag leider alle, aber das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, da frische Minze dem Ganzen auch nochmal einen richtig tollen Geschmack verleiht. Und so sieht dann unser leckeres Bello aus. Die türkische Variante ist vielen bestimmt unter dem Namen Mercimek-Köfte bekannt. Dazu werden aus dem Teig einfach so kleine Frikadellen geformt. Wir persönlich mögen das Ganze aber lieber in der kurdischen Variante, wenn man das so sagen kann. Dazu serviert man immer sehr gerne Salatblätter oder aber auch einen frischen Salat. Und dann kann man sich das Ganze zu einer leckeren Tasse Chai schmecken lassen. Geschmacklich ist das wirklich ein richtiges Highlight. Vor allem vereinen sich da richtig viele tolle Geschmacksaromen miteinander, sodass das Ganze am Ende wirklich super, super lecker schmeckt. Und am liebsten essen wir das Ganze natürlich noch lauwarm nach der Zubereitung. Wenn ich euch nur neugierig gemacht habe, so findet ihr alle Zutaten in der Infobox. Also macht ihn unbedingt mal nach und hinterlasst mir gerne euer Feedback unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Nachmachen und sage Tschüss bis zum nächsten Video.